Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Hier ist wieder Timeout, der Teufelskanal des EC Bad Nauheims mit dem Köln-Nationalstadion. Am Sonntag, den 28. August 2016, war der Liga-Konkurrent. Da waren die Heilbronner Falken zu Gast im Kurpark. Und das an einem sehr schwül warmen Tag. Man sieht hier, wie das Eis noch so richtig feucht ist, nachdem Eis aufbereitet. Aber das soll später erst eine Rolle spielen. Zunächst also die Roten Teufel. Sie hatten ja bislang dreimal gespielt und dreimal verloren. Am Freitag zuvor in Essen beim Oberligisten kam mit 3:5. Da galt es also etwas gut zu machen für Kapitän Nick Denin und seine Mannen. Ja, und die Heilbronner, die waren schon ganz gut in die Saison gestartet, hatten unter der Woche einen hohen Heimsieg eingefahren. Mit ihm hier unter anderem mit dem Ex-Teufel Kyle Helms. Er also jetzt, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, im Trikot der Heilbronner. Und los ging's vor gut 1100 Zuschauern an diesem Sonntagnachmittag. Das Spiel ja schon um 16.30 Uhr im Köln-Nationalstadion. Und die Roten Teufel, sie wollten zeigen, hier im ersten Auftritt vor einem Publikum, dass sie es besser machen können. Gleich mal Eugen Alanov in der Anfangsminute bzw. in der 14. Spielminute. Diese Szene vom ehemaligen Düsseldorfer, der jetzt ja fest im Team der Roten Teufel ist. Die Heilbronner, sie wussten, dass die Bad-Nauheimer kommen würden. Sie verlagerten sich auf Konter zunächst im ersten Abschnitt. Hier und da mal ein kleiner Nadelstich. Aber insgesamt kam da nicht allzu viel Gefährliches. Noch hier eben symptomatisch der Pass von Andreas Pauli. Da ist natürlich noch nicht alles eingespielt, aber man hatte Zug zum Tor und das war wichtig. Man wollte natürlich hier vorlegen und seinen Fans etwas bieten. Dementsprechend auch der Einsatz. Es war ein guter erster Abschnitt des EC Bad Nauheims. Hier gut an der Bande gearbeitet und dann ging es flott nach vorne. Das wollte man sehen. Und da bekam der Heilbronner Goalie doch einiges zu tun. Nur das, was fehlte, das war eben der Treffer. Aber Möglichkeiten gab es genug. Nochmal die dritte Formation der Roten Teufel, die sich hier mit dem ganzen Körpereinsatz, so will man das ja auch in der Saison sehen, an der Bande festsetzt, sich förmlich festspielt im gegnerischen Drittel. Die freie Stelle sucht Marius Erk hier knapp am Tor vorbei mit diesem Schlenzer, aber immer noch der EC im Scheibenbesitz. Und dann ist es Eugen Alanov, hat den Blick, sieht hier Dusan Frosch. Hier schön bedient und da ist das 1:0. Also völlig verdient in der 19. Spielminute. Eugen Alanov auf Dusan Frosch und der mit dem 1:0 genau zum richtigen Zeitpunkt kurz vor dem ersten Pausentee. Also das erste Tor blieb dem Deutsch-Tschechen vorbehalten in der Saison 16-17 im Köln-Nationalstadion. Tja, jetzt der zweite Abschnitt. Was würden die Falken machen? Sie suchten jetzt mehr ihr Heil im Spiel nach vorne. Jetzt war auch mal die EC-Defensive gefragt und vor allem natürlich auch Mikko Remel zwischen den Pfosten. Er brauchte sich jetzt nicht über mangelnde Arbeit zu beklagen, aber gewohnt der Finne sicher und ruhig hinten stehend. Der Goalie der DL2 in der letzten Saison. Dann die erste Strafzeit. Diego Hofland draußen, 25. Minute. Powerplay also der Kätchenstädter. Und da sieht man auch schon, wie so langsam der Nebel aufsteigt. Es hatte stark geregnet in der ersten Drittelpause und dadurch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Natürlich immer noch nach wie vor sehr warm, sehr schwül. Und durch das offene Stadion, das an der Seite noch offen ist, unter die Kälte des Eises, dann dieser Nebel. Und dann diese Szene, da kam Diego Hofland direkt von der Strafbank. Nur knapp verfehlt, das 2:0 lag da quasi schon auf der Kelle. PC blieb aber am Drücker. Nochmal mit einem Alleingang hier. Wird er vermeintlich gefoult, aber der Schiri zeigt es an, keine Strafzeit. Und auch kein Penalty. Und dann mussten alle Spieler, weil die Ventilatoren waren auch noch ausgefallen. Die Stadt Bad Nauheim hatte neue Kabel verlegt und die Ventilatoren waren da irgendwie nicht mit im Programm. Und dadurch mussten also alle auf das Eis und mussten rund laufen, um den Nebel zu vertreiben. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben. Und weiter geht es aber. Mit etwas mehr Durchsicht jetzt für die Spieler. Wieder über Dusan Frosch. Schnell in das Drittel gespielt. Wieder rotiert man. Spielt sich fest. Pfosten, hier ihn zu hören, das Blinken von Eugen Alanov, der Schuss. Weiterhin die Roten Teufel im Scheibenbesitz, wollten es jetzt wissen. Mal ein strammer Schuss auf das Tor, die Scheibe kurzzeitig oben, da wird jedenfalls von seinem eigenen Spieler hier irritiert und der Nutznießer Dominik Meisinger macht das Tor zum 2:0 in der 33. Spielminute, schaltet der Neuzugang am schnellsten und drückt das Hartgummi über die Linie. Das Spiel schon auch bis dahin völlig verdient. Und weiter Nebel im Stadion wurde immer dichter.
Drei, viermal mussten alle Mann raus und die Runden drehen. Dadurch natürlich die Sicht hier ziemlich versperrt, nicht nur wegen des Nebels, auch weil dort Mikko Rebel beim Anschlusstreffer von Henry Martins, natürlich auch durch Spieler, die vorhin standen, die Sicht versperrt bekam. Martins, der Ex-Frankfurter, zieht da mal ab, vielleicht noch ein bisschen abgefälscht. Und dann gleich die nächste Szene, ein paar Sekunden später, Daniel Ketter. Jetzt hier fällt er, rutscht aus, das Eis verdammt weich und auch verdammt stumpf. Und dann ist es geschehen, das 2:2. Tyler Grohn macht es nur 40 Sekunden später. Das sollte auch der Pausenstand zur zweiten Pause sein. Viel mehr gab es an diesem Abend nicht zu sehen, denn die Schiedsrichter brachen das Spiel später ab. Wegen des Eises, wegen des Zustandes. Und die Verletzungsgefahr wäre zu groß gewesen. Also 2:2 nach 40 Spielminuten. Schade, erster Sieg verpasst. Weiter geht's am Freitag, 2. September 19:30. Zu Gast ist dann Ukrainer Schendel Düsseldorfer EG. Bis dahin.